nicht eben mit diesen 5 Galoppsprüngen man dort herankommt, dort leider eben mit dem weiteren Fehler. Weiter heißt, insgesamt waren es 3, 12 Punkte hier für Maximilian Lill. Gestern schon wieder diese Springfreude unter Beweis gestellt. Der Hengst, der hannoversche Hengst, der jetzt 16-jährige Escudo Silvio Sohn aus dem Hause Gelmbacher, Embassy 2 mit Hans-Dieter Dreher. Innenbahn, sich haltend jetzt hier hin zu diesem Doppelsteil. Auch danach wieder schnell diese Wendung eingeleitet zu dem Ochser. So, jetzt mit Schwung hin zu den Doppelochsern, um dann einfach diese dann folgenden Galoppsprünge schnell wieder komprimiert zu bekommen. Das klappt sehr, sehr gut. Nahezu ideal. Und tja, wenn wir schon bei ideal sind, dann dürfen wir dieses Attribut auch verkünden. Nach Durchreiten der Ziellinie. Embassy 2 mit richtig Freude an der Arbeit. Tja, genauso eigentlich wie der Hansi, der heute schon mit diesem tollen Triumph, indem er die Youngster-Tour mit dem Hengst von Sonja Zanger-Idauer